Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Episode geht es um das Device RingMod, eine Ringmodulation. Was das genau ist und wie das funktioniert, das erfährst du jetzt, daher legen wir doch einfach mal los. So, da unten ist das deaktivierte Device RingMod und das ist im Endeffekt ein ganz einfaches Device. Deshalb habe ich hier vorne dran ein Polygrid mit einem Sinuston und hier habe ich das Spektrum mal eingeblendet. Das heißt, wenn ich hier jetzt einen Sinuston spiele mit 440 Hertz, das ist 880 Hertz, so, das ist 440 Hertz, das ist ein A und ich stelle jetzt zum Beispiel hier das RingMod an. Mit einem Herz und drehe das jetzt mal hier hoch, dann fängt das hier an zu wackeln und wenn ich hier das weiter hochdrehe, passiert das hier. Ihr seht, wie sich das hier teilt, so hier in der Mitte, je weiter das auseinander geht. Wenn ich es wieder runterdrehe, geht das wieder zusammen und fängt dann an zu vibrieren. Und zu wackeln immer langsamer. So, was passiert da genau? Bei der Ringmodulation ist das so, dass ich eine Frequenz nehme, nämlich zum Beispiel die 440 Hertz, deshalb habe ich das auch gesagt, aus dem Polygrid. Ich habe jetzt hier den Mix hier zugemacht und die Ringmodulation gebe ich hier eine Herzzahl hinzu. Ich kann jetzt zum Beispiel einfach mal 200 Hertz dazu nehmen. Hier oben ist ein Oszillator, ein Sinusoszillator und dieser Ton, die 440 Hertz und die 200 Hertz werden jetzt miteinander quasi verarbeitet. Und zwar nämlich folgendermaßen. Die 440 Hertz nehmen jetzt die 200 Hertz plus, dann gibt es 600 Hertz und dann noch einmal eine Rechenoperation, nämlich die 440 Hertz, also von diesem Polygrid, minus die 200 Hertz. Also es gibt einmal plus diesen zusätzlichen Ringmod-Oszillator und einmal minus. Und wenn ich den Mix komplett hier hochstelle, dann bleiben übrig, also die 440 plus 200, das sind 640 und die 440 minus 200 sind 240. Und zum Schluss habe ich dann die zwei Frequenzen 240 und 640 übrig und mit dem Mix-Knopf hier unten ganz nach rechts gedreht, ist die mittlere Frequenz quasi eliminiert. Ich habe dann nur noch diese zwei Seitenfrequenzen. Und wenn ich das mal höre, am Anfang die 440 Hertz und dann das Ergebnis mit den zwei anderen. Und ich sehe hier dann auch schon die zwei unterschiedlichen Frequenzen. Wenn ich das jetzt langsam zurückschiebe, sieht man wieder, wie diese eine Frequenz zurückkommt. Dadurch, dass die relativ so nah beieinander sind, gibt es natürlich Interferenzen. Das heißt, die beeinflussen sich gegenseitig. Wenn ich das natürlich noch kleiner mache, dann ist das natürlich noch heftiger. Und wenn ich das hier so vielleicht mache, habe ich quasi drei Wellen. Einmal die 440. Einmal die 240 und einmal die 640, die hier quasi gemeinsam spielen und dann im Oszillator so ein bisschen oder im Oszilloskop hier so ein bisschen hin und her schunkeln und im Spektrum eben so diese Hubbles da veranstalten plus noch irgendwelche Nebenprodukte. Der RingMod von Bitwig hat hier, wie schon erzählt, als Standardquelle einen Oszillator, die Sinuswelle. Ich könnte jetzt aber auch eine andere Quelle damit angeben, also irgendetwas, was ich zum Beispiel in meinem Template hier definiert habe, kann ich jetzt quasi hier auswählen, wie so ein Sidechain kann man sich das vorstellen. Und dann wird als diese Ringmodulations- oder diesen Modulator wird dann einfach ein anderer Track, ein anderer Sound, das kann ein anderer Synthesizer sein, das kann eine Audioquelle sein, das kann ein Mikrofon oder was auch immer sein, reingenommen. Das kann man natürlich, bevor es hier dann quasi verarbeitet wird, nochmal bearbeiten mit einem SourceFX, zum Beispiel irgendwie filtern oder andere Geschichten machen. Dann kann man es vor dem SourceFX nochmal
Quatsch, kann man es hier nochmal mit einem Pre-Filter bearbeiten und mit einem Post-Filter. Das ist quasi, was normalerweise hier oben dann nochmal mit diesem FX, FB, FX Kästchen da irgendwie dran ist. Und dann kann ich das ganze Ding nochmal leiser oder lauter machen und der Mixschalter, den kann ich einfach nochmal herumdrehen, dass ich das Originalsignal habe. Eine Mischung aus Originalsignal und Ringmodulation oder die pure Ringmodulation nachher. Das heißt, also nochmal die Ringmodulation. Ich kriege ein Signal, wie in dem Fall jetzt die 440 rein, habe einen Oszillator hier, einen Sinusoszillator zum Beispiel mit 200 Hertz. Und dann gibt es einmal 440 plus 200 Hertz, also 640. Und einmal 440 minus 200 Hertz gibt 240. Und wenn der Mixschalter ganz nach rechts dreht, dass halt nur das Wet-Signal durchkommt, dann habe ich einfach nur diese zwei Seitenfrequenzen, die 640 und die 240 Hertz am Start und habe dann einfach auch nur diesen Sound statt diesen oder irgendwas dazwischen. Das ist das ganze Device. Und jetzt wird man sagen, okay, wenn ich jetzt das hier zum Beispiel mache und die, beziehungsweise das hier, und ich spiele jetzt einfach mal die Tonleiter, klingt das normal, wenn ich den Mix aufdrehe mit der Ringmodulation? Klingt jetzt nicht mehr so ganz. Mit der Ringmodulation erzeugt man häufig sehr metallische Geräusche. Und es gibt jetzt einfach nur so ein paar Dinge, die man machen kann mit der Ringmodulation, die jetzt vielleicht nicht so ganz offensichtlich sind, wenn man jetzt einfach nur so eine Ringmod da hinten dran hängt und denkt so, naja, okay, habe ich so ein bisschen dissonante Töne. Dadurch, dass ich eben diese Plus- und Minus-Operation habe, habe ich halt nicht im harmonischen Spektrum meine neuen Frequenzen, sondern die sind halt einfach disharmonisch unabgestimmt quasi zur Harmonie oder zu den harmonischen Tönen. Was man an der Stelle jetzt einfach machen kann, ich habe hier jetzt mal noch eine andere Spur, da habe ich jede Menge Sachen mit reingepackt, unter anderem eben auch einen Polysynth. Dann habe ich hier zum Beispiel nochmal einen Netterfilter, das kann ich alles mal ein bisschen ausmachen und das neue Delay Plus von der 4.3 Beta, von der Beta 4.3 Beta. Ich mache das jetzt alles mal aus und was ich zum Beispiel finde, dass so ein Wert irgendwo zwischen 500 und 600 Hertz hier ganz super funktioniert. Irgendeine Einstellung, ich sag mal alles über ein Viertel Mix, damit man auch die Ringmodulation hört. Ich mache es jetzt einfach mal volle Kanne. So, und jetzt habe ich an dem Polysynth schon eine Menge rumgedreht. Das drehen wir jetzt alles nochmal komplett zurück, damit wir hier so wirklich, oder machen wir es einfach mit Load Default Preset, dann haben wir den Default Polysynth und ohne Ringmod klingt der so. Nicht ganz. So klingt der. Und wenn ich den Ringmod einschalte, dann habe ich diese Einstellung. Ich mache es mal ein bisschen lauter hier. Sehr leise gerade. Und ich höre mit guten Kopfhörern oder guten Boxen, wenn ich hier eine Taste drücke, höre ich das relativ tief, weil der geht ja jetzt hier mit 527 Hertz runter. Und ich glaube, ich habe hier jetzt gerade nur 440 Hertz gedrückt. Und dann geht er natürlich noch 527 Hertz hoch. Wenn ich hier nochmal rumdrehe, höre ich wie ein Teil. Die eine Frequenz kommt runter in der Frequenz und die andere Frequenz geht hoch. Das heißt, von beiden Seiten, Hoch- und Tieffrequenz, nähern die sich langsam dann meiner Originalfrequenz von dem Polysynth. So, und was man jetzt einfach an der Stelle machen kann. Man kann jetzt einfach mal die Resonanz komplett aufdrehen. Ich mache jetzt hier mal so irgendwo hier so 5600, sowas den Dreh, mache ich jetzt mal den Ringmod hin, den mache ich hier mal klein. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen Delay Plus machen mit ein bisschen schönem Space Sound. Reverb ist immer gut.
macht immer alles schöner. Und der Trick ist jetzt nicht unbedingt an dem Ringmod rumzumachen, weil da hat man zwar diese Sachen, die sind auch toll. Zum Beispiel, sondern ich drehe an dem Carrier rum, also an dem Trägersignal, und verändere da jetzt einfach ein bisschen was. Und da gibt es, dadurch, dass ich den die Resonanz hochgezogen habe, hat der Filter natürlich eine ziemliche Verstärkung an dem Cutoff. Wenn ich jetzt hier in diesem Bereich hier rumdrehe, nach oben hin wird es ein bisschen kreischig. Achtung Ohren, ich mache das mal ganz kurz. Oder ich nehme einen stärkeren Resonanz. Vielleicht ein bisschen jetzt hier Gain rausnehmen. Und jetzt kann ich anfangen, das Originalsignal so ein bisschen sich bewegen zu lassen. Allein zum Beispiel mit der Filtermodulation hier. Dann bewegt die sich. Wenn ich hier den Filterregler drehe, dann merke ich, wenn ich den versuche, hier auch schon langsam zu drehen, dass ich da ganz viele verschiedene interessante Werte dazwischen habe. Und dieses heulende irgendetwas da unten rum. Und kann mich da jetzt einfach durchsweepen, was ich da interessante Sachen finde. Oder ich mache jetzt zum Beispiel auch einen Unison draus. Dann habe ich noch mehr Töne, die quasi mit dem Ringmod verarbeitet werden oder bearbeitet werden. Ich kann ja zum Beispiel nochmal den zweiten Oszillator mit einer Rechteckwelle mit reinnehmen. Verliert man den Ton auch relativ schnell. Wenn ich jetzt einzelne Töne spielen würde. Also ich kriege da keine Tonleiter mehr hin. Nicht so richtig, aber ich kriege halt irgendwie sehr interessante Effekte und Töne hin, die ich eher dann über den Filter spiele, als dass ich sie über den Pitch, also über die Noten spiele. Oder was ich hier noch machen kann, ich kann hier den Shaper Mode auch nochmal anmachen. Hier mit dem Keytracker kann ich auch nochmal arbeiten, weil der sich ja direkt auf den Filter bezieht oder auswirkt. Vielleicht den anderen hier. Ich mache jetzt hier teilweise ziemlich heftige Bewegungen. Auch da gibt es ganz, ganz viele Töne und Effekte und Sounds, die dazwischen liegen. Die muss man wirklich upsweepen quasi oder auch mal einfach weniger Resonanz reinmachen. Muss ja nicht immer volle Kanne sein oder man nimmt einfach mal so einen Bandpass. Macht vielleicht ein bisschen weniger hier, damit es nicht ganz so heftig. Ein bisschen Feedback reinnehmen. Und zusammen mit einem Reverb oder eben dem Delay Plus zum Beispiel oder einem anderen Delay kann man sich hier richtig interessante Sounds hinbiegen und hinbasteln. Und je nachdem, wie ich diesen Ursprungssound, diesen Carrier halt weiter verarbeite, bevor es in den Ringmodulator reingeht, wenn ich jetzt zum Beispiel noch einen Letterfilter mit reinnehme,
der ja auch nochmal hier mit unter Umständen LFO oder Envelope Follower oder ADSR arbeitet. Kann ich noch weitere Sounds damit erzeugen. Und das Spielen ist halt wirklich, wie gesagt, nicht mehr auf den Noten, auf den Tonhöhen, sondern eben mit der Soundbearbeitung, was ich hier mache. Das ist natürlich die extreme Form der Ringmodulation. Ich habe hier jetzt auch den Mix komplett aufgedreht. Natürlich kann man ja auch nur einen Teil davon machen, dass man, ich mache jetzt hier mal den Letter vielleicht mal ganz kurz aus, dass man die Ringmodulation einfach nutzt, um den Originalsound so ein bisschen zu verändern, so ein bisschen trägiger zu machen. Zum Beispiel. Um ihn einfach nur leicht anzufärben. So, also das eine ist eben das leicht anfärben, dann kann ich mit den Tonhöhen noch spielen und der Ton hört sich dann immer so ein bisschen schräg und dissonant an, was ja durchaus eine gewollte Sache sein kann und oft auch sein sollte, je nach Stück natürlich. Oder ich nehme ihn halt in kompletter Form, in kompletter Wet-Form, so, das heißt, dass ich die Notenhöhen eigentlich gar nicht mehr nutzen kann und ich erzeuge einfach nur noch Sounds, so Science Fiction, irgendwelche Outer Space Sounds, die ich dann in meinen Track oder in meinen Sounddesign mit reinnehmen kann. Oder es geht mir halt wirklich um ganz spezielle metallische Sounds oder diese, wenn ich zum Beispiel den Filter hier weiter hochschiebe mit einer hohen Resonanz, den Cutoff, so diese schreiende Sounds. Jetzt zum Beispiel das Rectangle hier ausmachen. Könnte man zum Beispiel Maschinenräume simulieren, wenn man hier jetzt so eine langsame Modulation reinbringt, die das jetzt die ganze Zeit so hin und her wackeln lässt. Oder unangenehme Flächen, die einfach so ein mulmiges Gefühl erzeugen. Das ist die Ringmodulation. Da muss man einfach ein bisschen Geduld haben und auch Fingerspitzengefühl, wenn man da wirklich interessante Sachen machen will. Aber es ist, glaube ich, eines der leider am wenigsten beachteten Effekte, die doch einiges zu bieten haben, eben in Kombination als Carrier und Modulator. Und eine Sache habe ich, glaube ich, nochmal gemacht. Und zwar habe ich hier einfach mal einen Satz eingesprochen. Wenn wir jetzt den gerade mal nehmen. Eine Ringmodulation ist etwas sehr Einfaches. 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 So, also auch mit Audiodateien kann man da eine ganze Menge machen und da ist halt dann auch immer so die Geschichte, was mache ich mit dem Ausgangssignal schon mal, das habe ich jetzt hier einfach mal durch den Filter geschoben, halt auch wieder mit der Resonanz des
Cutoff ein bisschen rumgespielt und hinten dann aber nochmal einen Flanger und einen Tele Plus dran gelegt, um dann ganz so ein bisschen, ja, dieses Sci-Fi-Weltraum-Gedöns irgendwie zu geben. So, das war es jetzt aber an der Stelle wirklich. Ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen neugierig gemacht auf die Ringmodulation. Die findet sich in diversen VSTs auch wieder. Also der Search hat zum Beispiel auch eine Ringmodulation. Da wäre es auch mal interessant, damit rumzuspielen. Der Hive hat Ringmodulation beziehungsweise auch ähnliche Modulationen. Und ja, lasst eurer Kreativität freien Lauf. Lasst einen Daumen da. Vielleicht auch. Lasst einen Kommentar da. Da freue ich mich sowieso immer drüber. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.